Herzlich willkommen im Stuttgarter Stage Apollo Theater. Und diesen Satz sagt Jürgen Langerfeld. Schön, dass Sie heute in meiner Sendung sind. Sie sind PR-Manager hier. Ich habe mich gefragt, als Sie angefangen haben vor 10 Jahren, was haben Sie gedacht, was ist Musical? Und jetzt nach 10 Jahren, wie ist es denn wirklich? Gut, die Vorstellung war so bunt, laut, lustig. Das ist es auch. Aber dieses bunte, laute, lustig ist extrem gut durchorganisiert. Das macht natürlich irre Spaß, weil ich bin kein Techniker, kein Beleuchter, kein Kostümbildner. Aber all diese klassischen Berufe, überall kann ich damit reingucken, ohne was sozusagen davon selbst können zu müssen. Sie sind ja immer, das ist auch Ihre Aufgabe, ganz nah dran an den Musical-Darstellern. Gibt es da so eine Geschichte mit einem von den beiden Hauptdarstellern vielleicht, wo Sie sagen, so, ja, das kann ich mal aus dem Nähkästchen erzählen? Wir waren jetzt im Vorfeld auf einem Termin, wo wir ein Pressefoto gemacht haben mit der Nike Latten und dem Philipp Bittner, die ja die Hauptrollen spielen. Und auf der Fahrt dahin, das ist auch meine Aufgabe, mir zu überlegen, auf einem Pressefoto, was haben die beiden an, wie kann man das optisch ein bisschen schon an die Show anpassen. Und da hat die Nike so ganz nebenbei erzählt, sie hätte wohl über 70 Paar Schuhe oder so im Kleiderschrank und entsprechend viele, wahrscheinlich noch mehr Kleider. Und im nächsten Satz hat sie gleich erzählt, dass das, was sie jetzt an dem Tag anhatte, im Prinzip das 71. war, was sie sich von einer Darstellerkollegin aus Hamburg ausgeliehen hat. Weil sie im Kleiderschrank nichts gefunden hat. Scheinbar. Wir haben herzlich gelacht. Es macht dann Spaß und lockert den Termin auf. Und es waren super Fotos und alles war prima. Aber so ist es bei uns Frauen. Wir haben nie was scheinbar zum Anziehen, wenn wir was brauchen. Gell? Genau, was genau für diesen Tag passen musste. Das ist so. Und Aladdin hat ja auch eine Besonderheit, die haben Sie heute mitgebracht. Da bin ich ganz froh. Ja. Und zwar zaubern Sie es mal hervor. Diese Lampe. Soll ich die halten? Wollen gerne, ja. Die ist ein bisschen schwer. Die ist aber wirklich schwer. Es ist Kulisse, aber nicht aus Pappe. Muss doch schwer sein, weil du musst ja auch schwierige Wünsche erfüllen können. Da hat der Genie ein gutes Händchen für. Wir können ja gleich mal ausprobieren, ob es bei uns vielleicht auch ein bisschen klappt. Möchten Sie sich was wünschen? Dann wünscht sich der Herr Langerfeld jetzt was. Und wenn er den Wunsch ausgesprochen hat, geben wir ab in meinen ersten Beitrag und sind dann gleich zurück. Nicht mit Herrn Langerfeld, sondern mit einer nächsten wichtigen Person hier aus dem Stage Apollo Theater. Wer das ist, sehen Sie gleich. Aber jetzt dürfen Sie wünschen. Ich wünsche nicht mir etwas, sondern Ihnen, liebe Zuschauer, dem Stuttgarter Publikum, dem wünsche ich ganz, ganz, ganz viel Spaß hier in der magischen Welt von Aladdin, einer Welt im Orient, das Tausend in einer Nacht. Das wird Sie definitiv verzaubern, das kann ich Ihnen versprechen. Hier in Agrabah auf dem Marktplatz, in den großen Palast von Prinzessin Jasmin, tauchen Sie ein in diese Welt, das wird Sie verzaubern. Sind Sie fertig? Es ist schwer. Der Wunsch war schwer. Hallo, wir sind Markus und Günesh und wir haben eine Swing-Tanzschule im Heusteigviertel in Stuttgart. Wir nennen uns Happy Feet Stuttgart und wir unterrichten Lindy Hop und Charleston Tanzkurse. Ja, tatsächlich haben wir uns in einem Lindy Hop Tanzkurs kennengelernt, und zwar beim Change Partner. Das ist sehr üblich. Das heißt, da werden dann die Partner im Kurs fortlaufend gewechselt. Und dann kamen die zu mir und habe ich gleich gemerkt, da, das passt. Genau, und dann haben wir uns tatsächlich ineinander verliebt. Ja, wir haben ein kleines Team aufgebaut, um die Szene hier in Stuttgart noch mehr anzutreiben und auszubauen. Mit dem werden wir heute Abend trainieren. Und du musst spüren. Es ist Ha, Collect, Fall of the Kickstep. Okay? 5, 6, 7, 8, Run, Run, Kickstep. Nochmal. Das Besondere an Markus und Günesh ist einfach, dass die wunderbare Tanzlehrer sind, dass sie alles so gut erklären, also wirklich Schritt für Schritt im Detail, und dass sie einfach das Leben und auch das Feuer in denen einfach so brennt, dass sie das in uns allen entfachen, quasi uns Schülern. Man kann da beim Tanzen auch rumblödeln und das macht sehr viel Spaß für mich. Es ist wie spielen damals auf dem Spielplatz. Ne? Also man hat einfach Freude dran. Man hat sehr viel Freiraum für Improvisation, kann dann eben seinen Tanz mit eigenen Stylings ausschmücken.
Vor allem ist die Swingmusik sehr, sehr schön. Und auch die Swingmode ist natürlich sehr schön. Es macht glücklich und für mich ist es magisch. Und wir sind zurück im Stage Apollo Theater und wir haben es eben schon angekündigt. Der nächste Gast steht neben mir, Constanze Müller. Und Constanze, du hast einen tollen Job. Du bist hier die Chefin. Du bist die Theaterleitung. Dir gehört das Apollo Theater, kann man das so sagen fast? Ja, könnte man fast so sagen. Wenn du mit so vielen Menschen zusammenarbeitest, das ist ja total professionell, aber entstehen manchmal Freundschaften? Absolut, ja. Also das ist einfach auch genauso dieses, dass Leute hier von weit her kommen und eben noch nicht so viele Leute kennen und dann entsteht natürlich auch, sag ich mal, erstmal so ein Dialog über, was brauche ich, wie soll mein Leben hier aussehen und so. Wir kriegen natürlich auch Sachen mit, die nicht schön sind oder auch Verluste oder auch Liebeskummer und so weiter. Das wird schon bei uns auch abgelegt, so, um dann wieder auf die Bühne zu gehen. Wir haben natürlich auch schon viele Apollo-Babys. Also nein, ernsthaft? Ja, ja. wir haben sogar damals bei Miss Saigon eine Geschichte gemacht. Da waren 5 Leute, inklusive mir, schwanger. Also wir haben so Foto gemacht und so, sind alle zusammen in Mutter, also in Geburtsvorbereitungskurs gegangen und so. Also da ist eben, es ist mehr als nur, ich komme zur Arbeit und gehe wieder. Ich habe ja eben schon mit Herrn Langerfeld gesprochen und der hat mir was mitgegeben, was ich dir jetzt mal weiterreichen möchte. Unsere Lampe. Ja, eure Lampe. Und auch du, weil wir gehen jetzt ab in die Werbung, darfst dir was wünschen und wir sehen uns dann gleich wieder. Also ich wünsche mir natürlich einen ganz stressfreien, problemlosen Aufbau von Aladdin, an dem alle Spaß haben können und wir mit Freude zusammen zu einem guten Ergebnis kommen, weil es ist eine spannende Zeit so jetzt im Moment im Theater. Ein schöner Wunsch und wir sind gleich wieder zurück. Ja, und wir sind zurück, sind immer noch im Stage Apollo Theater mit der dritten Person, mit der ich heute reden darf. Das ist eine Besonderheit, Ruven Gut. Er ist der Chefmaskenbildner hier am Stage Apollo Theater. Aber kannst du erst mal sagen, wo wir hier sind, dass die Zuschauer sich orientieren können? Achso, ja, das nennt sich hier Lichthof. Das ist eigentlich so der zentrale Punkt in der Show, wo man sich treffen kann, wo, wenn irgendwas ist, wenn alle Leute zusammengerufen werden müssen, weil irgendwas Unvorhergesehenes passiert ist, dann trifft man sich schnell hier. Also so ein bisschen der Mittelpunkt der Show. Das ist quasi direkt hinter der Bühne, gell? Das ist direkt hinter der Bühne, genau. Ja, das ist wirklich spannend. Du bist Chefmaskenbildner. Du bist ja ganz nah, du fasst ja die Haut von den Leuten an. Wie ist das? Ja, das ist, ich glaube, das kann sich keiner vorstellen. Ich glaube, die Leute, die das von außen sehen, sehen das ja so, dann ist der Darsteller der große Star. Und das ist eine große Distanz auch zu so einem Menschen. Mhm. Und tatsächlich ist es so, wenn wir mit den Leuten direkt arbeiten, das sind Freundschaften, das sind Freunde, wir sind so dicht mit denen. Das ist, kommt gut oder auch nicht gut miteinander aus, auch das gehört dazu. Aber das ist alles ganz normal, das ist eine Arbeit, die einfach Spaß macht. Sehr schön. Ruven, und quatschen können wir ja viel. Jetzt wollen wir das natürlich auch mal sehen, wie deine heiligen Hallen aussehen. Und da nehmen wir sie jetzt mal mit hin. Ruven, weißt du, was mir als erstes auffällt? Hier riecht es sehr gut. Sprühst du hier Parfum auch noch? Oder ist es der Haarspray? Oder was ist das? Nee, eigentlich ist es wirklich noch ein bisschen unangenehm hier drin, weil Echt? Für jede Produktion müssen wir komplett immer umbauen. Man kann sich das nicht vorstellen, aber jede Show hat andere Bedürfnisse für den Maskenraum, den wir brauchen. Und darum ist es hier noch ein bisschen chaotisch. Die Perücken sind schon drin. Es sind tatsächlich alle Originalperücken jetzt von der Stuttgarter Produktion. Eine der längsten Haare in der Show, das sind 80 cm. Es wird ja wirklich an die Perücke rangeknüpft und dann muss das Haar ja auch so lang sein, dass es da unten noch ankommt. Da sitzt gerade eine Kollegin oben in der Werkstatt dran, die macht da gerade Tressen und da haben wir uns so kleine Tricks überlegt, das können wir später vielleicht mal zeigen. Mein Kameramann stößt hier die ganze Zeit gegen die Leiter, die hast du da stehen, dass du mal so ein bisschen von oben dir das Ganze angucken kannst? Ich nicht. Du nicht. Aber tatsächlich, da oben kann man auch mal zeigen, dass, weil wir hier noch mitten im Umbau sind, da hängen die Kabel noch alle lose. Wir kriegen da oben noch einen Fernseher hin, weil hier kommt der Schminkplatz hin für den Genie. Und der wird in der Show umgeschminkt. Und weil der auch genau wissen muss, was auf der Bühne passiert und wann er wieder seinen nächsten Auftritt hat, braucht er da einen Fernseher, wo er genau die Show verfolgen kann. Wie viel Zeit habt ihr, ihn umzuschminken? Tatsächlich haben wir es noch nicht gestoppt, das machen wir morgen. Mhm. Aber ich glaube, es sind so 15 Minuten. Ist dir schon mal passiert, dass der Künstler wieder auf die Bühne müsste und ihr wart nicht fertig? Ja, dir ist es schon passiert. Nee, ich überlege gerade. Das wird tatsächlich noch nicht passieren. Aber es passieren manchmal dumme Sachen. Also wir hatten schon zum Beispiel, so einige Sachen. Plauder mal. Also einmal ist es tatsächlich passiert bei Tarzan. Da hingen die Leute ja über Kopf und die Perücken müssen sehr fest gesteckt werden. Auch die Darsteller sind ja Leute wie wir alle. Und wir wollen alle gerne früh Feierabend haben. Und je schneller das gehen soll nach der Show,
dass sie nach Hause gehen können, hat er einfach gedacht, ich nehme schon mal ein paar Nadeln raus, damit ich nach der Show schneller nach Hause gehen kann, weil das dauert ja immer so lange. Und dann hat er sich Nadeln rausgenommen. Zum Schlussapplaus hing er wirklich an einem Seil. Und du kannst nichts mehr machen, der hängt über Kopf und ihm fiel die Perücke runter auf die Bühne. Und er hing bis zum Schluss ohne Perücke da. Und es sieht auch nicht besonders ansehnlich aus, weil die Haare müssen weggeschnickelt werden. Ich meine, wenn du willst, wir haben tatsächlich eine Perücke. Die wurde noch nicht probiert, weil der Darsteller ist noch nicht im Haus. Wenn du willst, setze ich sie dir mal auf. Ach, da hast du also das ist jetzt auch wirklich eine der hässlichsten Perücken, die wir hier haben im Haus. So ein bisschen Krone Schmalz. Ach du liebes Lieschen. Ja. Was ist denn da falsch gelaufen? Gut, Rufen, bis eben mochte ich dich noch, jetzt ist es vorbei, aber ich gut. Befreie dich auch, es war ja nur mal kurz, um was das zu demonstrieren. Das sieht ja jetzt nicht besser aus. Also ich mache mich jetzt mal zurecht und dann treffen wir uns gleich oben in der Werkstatt wieder. Mit gekämmten Haaren. Also hier sind wir jetzt in der Maskenwerkstatt. Das ist jetzt meine Kollegin Gitti, die hier gerade dressiert. Das kann man ganz schön sehen. Also es sind jetzt wirklich lose einzelne Haare, die sie da nimmt. Und die muss sie wirklich einzeln, oder es sind immer so 3-4 Haare, die sie dann wirklich um den Faden dressiert. Aber das ist ja eine Sisyphus-Arbeit, ja, sag mal. Das ist es. Aber das ist leider so. Das ist unser Handwerk, das haben wir gelernt. Rufen, vielen Dank, dass wir einen Einblick in deine Welt bekommen durften. Und vielleicht hast du sie schon gesehen. Die Lampe von Aladdin, die verfolgt uns auf ganz wundersame Weise. Und auch du darfst dir jetzt zum Abschluss was wünschen. Oh, schön. Ich habe tatsächlich einen Wunsch. Ja? Aber ich möchte es nicht verraten. Sonst wird es nicht wahr. Ich habe ganz ähnlich einen Wunsch. Da freue ich mich auch schon so drauf. Weil ich hoffe, das geht alles in Erfüllung. Da reibe ich jetzt ganz fest dran. Ja, wir sind am Ende. Herr Langerfeld, es war wirklich unglaublich. Jetzt stehen wir vorm Stage Apollo Theater, eben waren wir drin. Vielen, vielen Dank für alles. Es war ein spannender Einblick. Sehr, sehr gerne. Es ging jetzt so schnell. Ja, das ist immer so, gell? Und meine Sendung endet mit 2 Veranstaltungstipps und Ihren dürfen Sie jetzt bitte in die Kamera sagen. Liebe Zuschauer, im Kalender notieren, das Datum merken. Montag, 8. April, wir feiern 25 Jahre Musicals in Stuttgart mit einem riesen Event, Musical in Konzert. Max Mutzke, Sabrina Weckerlin und viele weitere Topstars aus der Musik- und der Musical-Szene mit Songs, die Sie in dieser Form noch nie gehört haben. Das verspreche ich Ihnen. Also aufschreiben. Ja, sehr schön. Oder mein Tipp natürlich, wir haben so viel drüber gesprochen, Aladdin startet am 21. März, sollten Sie auf jeden Fall hingehen. Die Lampe war bis jetzt unser treuer Begleiter. Jeder durfte sich was wünschen. Jetzt bin ich mal dran. Nicht. Ja, jetzt bin ich mal dran. Also, was wünsche ich mir, Herr Langerfeld? Das würde ich jetzt gerne wissen. Bin gespannt. Dass Sie nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.